Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir spielen wieder unser Company of Heroes 2. Na? Und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß, ne? Wir sehen uns dann gleich in-game. Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, Bewertung da lassen. Dann bis zum Ende des Videos kommen noch mal ein paar bewegende Worte nach unserer schönen Schlacht. Und dann viel Spaß. Was besser, der Königstiger oder der Jagdtiger? Der Jagdtiger. Königstiger. König? Nein, Königstiger. Königstiger ist besser. Das ist der beste Panzer im ganzen Spiel. Ja, das ist ein Kampfpanzer. Der Jagdtiger ist halt gut im Jagd, also Klammer auf, im Kampf gegen andere Panzer. Ist ja halt überlegen, aber ist langsam und dreht sich natürlich nicht so schnell. Also ist eher so eine Sache, wo der Unterstützung braucht. Während der andere Panzer selbstständig handeln kann. Oh fuck, okay, jetzt geht's los. Es gibt Krieg. Dafür werden sie teuer bezahlen. Ja, Krieg. Oh mein Gott, du schießt mit Raketen, ne? Nein, jetzt die zurück, scheiße! Mit. Oh, du hast trotzdem alles getötet. Das hat sich gelohnt. Ja, das hat sich richtig gelohnt. Ich verteile Medikamente für die Armen. Warte, die liegen am Boden, Malcolm, die müssen wir noch vernichten. Die haben da alles mit Minen präpariert. Am Boden! Wahrscheinlich. Am Boden! Oh, Malcolm, ich habe die am Boden krabbelnden Soldaten abgeschossen. Tötet sie! Mörsertrupp erwartet Befehle. Bei den Krankenwagen kannst du deine Truppen reparieren, ne? Vergiss das nicht. Truppen reparieren wirkt jetzt nicht. Ja, da oben, deine Volksgranadiere zum Beispiel, kannst du wieder auffüllen, glaube ich. Also bei mir funktioniert Kingsley. Ja. Unser Ass ist da. Der Königstiger. Es dauert noch ein bisschen, dann habe ich auch den Tiger Ass, der ist nämlich auch OP. Ey, Malcolm, wollen wir gleich durchdrücken? Alles. Wir nehmen alles und drücken komplett durch. Den mach nur beim letzten Push, würde ich dir empfehlen. Was? Okay. So. Vorwärts! Also Malcolm, ich würde sagen, du musst die Minen Upsi. Auf. Hinterher! Los geht's! Zeit für ein bisschen Malcolm, Kampf! Was wir machen können. Wir müssen unsere Freunde unterstützen. Wir gehen auf die andere Seite rein, okay? Ihr müsst deren Rohstoffverbindung abbrechen, denn dann sind die richtig gefickt. Okay, Malcolm, wir haben jetzt eine Möglichkeit. Wir warten. Du musst eigentlich mit dem Sturmtiger vorfahren und alles zerstören, was in der Gegend ist. Da kommt der Königstiger, los rein da! Ja, hab ich Sturmtiger gehört? Ja, Malcolm, dann komm. Sturmtiger, Feuer! Lass mal gucken gehen. Was die hier noch stehen mal haben. Mal sehen, ob die da wirklich alle. Ah, da hinten, Malcolm. Da hinten. Die haben den Panther hier. Los, schieß drauf! Schieß mit deinem Königstiger! Fahr doch rückwärts! Jackson, bitte! Ein Schuss? Jackson? Hallo? Jackson, beweg dich! Ja, fahr doch weg! Er kann sich nicht bewegen anscheinend. Upsi, rückwärts! Da ist ne Pack! Und mehrere feindliche Panzer! Rückwärts! Scheiße, fuck! Hast du Mechaniker? Ja, aber nicht so viele! Malcolm, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir das klären können. Ich hol jetzt ganz viele Weiter zurück! Schnell! Woran erinnert mich das? Bleib hier! Wir bleiben hier mal im Nein, Junge! Wir sind hier mitten im Feuer der Pax! Ich schieß jetzt dann Raketenwerfer rein! Nein, solange der Königstier nach vorne zeigt, macht die Pack ihm nichts. Ich schieß da auch nochmal Raketen rein. Hä, die Pack macht übel viel Schaden, wenn die panzerbrechende Munition geladen hat. Upsi. Außerdem ist dein Königstiger halb tot. Reparier dein Königstiger erstmal. Ecken, wir haben nur eine Möglichkeit. Vor allem, Upsi, wenn du nicht full live da reingehst, der hat mehr als nur einen Panther da hinten stehen. Bedenke das. Wenn ich bereits solche Waffenarsenal hab, dann müssen die ja auch was haben. Okay, wir müssen jetzt für den Final Push gehen. Wir müssen es jetzt machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir das gewinnen können.
MGs. Ich hol gleich noch einen Königstiger. Das ist immer gut. Zwei halten besser als einer. Nee, das geht doch nicht. Du kannst nur einen Königstiger holen. Aber Elkem, jetzt brauchen wir einen Ostwind, Alter. Ich sag's dir, wie es ist. Wo ist der Ostwind, wenn man ihn braucht? Ich hab einen. Ja, du, aber wir nicht. Ja, Elkem, kannst du noch einen Sturmtiger holen? Ich muss erstmal Ressourcen auffüllen. Mir fehlen. Okay, ich hab eine Idee. Wir machen den ich komm mit zum Final Push. Warte. Upsi, aber einer muss hier bleiben. Eine Tiger-Veteranen-Besatzung ist kampfbereit. Wir pushen den gleich sowas von der Weltgeschichte, wenn die nächsten Panzer da sind. Malcolm, ich mache einen Aufklärungsflug und guck mal, was die da haben. Noch nicht. Okay. Ich hab einen Stuka zu Fuß. Okay, upsi. Du sag hältst Bescheid, hier, wenn dein Stuka ich werde mit meinen Fahrzeugen weiter zu den anderen gehen. Bist du damit einverstanden, weil die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Hilfe. Geh mit. Wir brauchen keine Hilfe. Halt auf deiner Front, wir brauchen keine nein, Hilfe. Nein, nein, das, was ich euch sende, das wird euch helfen, sage ich euch. Das wird euch helfen. Wir brauchen nichts. Los, Leute, wenn, da möchte ich einen Push sehen, der gelingt. Ich bin ready. Schau, jetzt haben die hier nämlich zwei Panzer. Okay, ja, Malcolm, soll ich das ist ja kein machen? Problem. Die können wir Malcolm, easy fisten. Noch kein Aufklärungsflug, noch kein Aufklärungsflug. Okay, sag Bescheid. T-5, T-10, 9, 8, jetzt kannst du mal machen. 7, 6, 5, 4, der Aufklärungsflug wird jetzt eingeleitet in 3, 2, 1, Aufklärungsflug wurde angefordert. So, bewegt, hallo, bewegt ihr euch? Ah, jetzt könnt ihr es wieder bewegen. Okay, da ist der Aufklärungsflug, da sind die ganzen Einheiten von denen. Fuck! Oh Mann. Also. Die sind alle ungefähr hier. Ach, Kingsley hat da überall Bunker aufgebaut. Ja, deswegen trauen die sich ja da nicht ran. Und jetzt stürmen, jetzt, los, alles rein. Alles rein. Reparier mal deinen Pionieren hier mit. Alles rein. Und jetzt haben die da so 100 Pack stehen. Das ist ja, die haben, so wissen ja, dass wir mit Panzern kommen. Das heißt, sie wissen, auf was sie sich vorbereiten müssen, aber... Sie haben nicht gerechnet mit dem, was wir dazukommen. Was dazukommt. Ah, die halten das anscheinend trotzdem. Niemals! Ja, wir greifen an! Okay, wir halten push, das niemals! Komm. Push mit! Ich komm mit! Alles rein! Pushen! Alles, was ihr habt, alles rein! Raketenfahrzeug eingetroffen! Alter! Was ist denn jetzt los? Alter, ist das schlimm. Alter, wir sind vorbereitet. Alter, ist das schlimm. Junge, ist das schlimm. Wir haben euren Push anscheinend abgewehrt, so wie es aussieht. Nee. Nein, noch sowas. Noch nicht ganz. Sie kommt auch noch. Und mit Infanterie kommst du da nur schwer rein. Alter, haben die viele Panzer. Ja, was erwartest du denn? Die müssen ja ähnlich viel Panzer haben wie wir. Upsi! Das ist Russland. Ja? Haben die viele Panzer? Die haben mehr als wir! Die haben fünfmal mehr als wir! Ja, die haben alle ihre Panzer hier! Okay, das ist okay. Ich schieß die mit Raketen zu jetzt. Haltet die noch auf den Haufen. Und wie läuft's? Scheiße. Ich hab gehört, die hat alle ihre Panzer verloren. Malcolm, es geht los! Rein! Alles, was wir haben, alles noch rein! Ich habe Raketen reingeschossen, so ein bisschen. Ich auch. Ja, ich auch. Alter. Wir halten die Front. Upsi, es ist soweit, wir müssen pushen. Push auf der anderen Seite durch! Push, Upsi! Wo bleibst denn du? Du hättest schon früher pushen sollen! Wir haben sie abgelenkt! Die haben ihre ganze Panzerbesatzung dort hingesendet! Was machst du denn? Jo, Schaden! Alter, es sieht so gut aus! Es sah so gut aus! Und was macht Upsi? Er wartet, bis alles vorbei ist und jetzt kommen alle Panzer zu ihm. Ja, jetzt kommt er gleich 5 Panzer und holen ihn.
Mann, Ich hab aufs Codewort gewartet. Ich hab doch schon gesagt, du sollst pushen, sobald wir angreifen. Ja! Alter. Nimm schnell den Punkt dort ein. Der ist wichtig. Wenn du den wegsnackst. Ja, ich schick Infanterie. Schick du auch. Ich schick ja schon. Du hast doch da deine Pioniere, Upsi. Ja. Hä, warum hast du nur so wenig Truppen, Upsi? Weil ich alles für ein Königstiger gespart habe. Malcolm hat jetzt auch einen Königstiger, jetzt geht los. Kings, lass meinen Panther von deinen Typen reparieren. Hab ich schon genau. Vor. Alter Malcolm, es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir das noch gewinnen können. Gar nicht. Doch. Oh Hallo? Mein Gott. Was glaubst du nicht an uns, ey? Johannes, Achtung, Achtung. Ich weiß nicht, soll die ganze Infanterie jetzt zerstöre. Ich muss, glaube ich, dafür mein Pant-Ding opfern. Digga, Upsi, du musst nichts opfern. Du machst das alles weg. Easy. So einfach. Du machst einfach auf Barbarossa, nur dass du verlierst. Genau, nach Barbarossa. Hey Malcolm, ich versuche gerade von Polska die Infanteriestation zu zerstören mit meinen Mörsertrupps. Da kommen die Panzer, die werden jetzt in die Falle gelockt. Hält ihr mir gar nicht mehr? Gar nichts? Nö, nee, schau doch! Ich habe aber auch keine. Die haben Lock wieder alles hin. Ja, da. So, alles hin! Feuer! Raketen rein! Da kommen sie! Oh, Junge, das nenne ich Killstreak! Da rennen sie! Mein Panzer steht noch, die müssen ihn nur noch reparieren. Steht noch. Upsi, hochmotiviert. Ja, er lebt noch. Mama, Gott sei Dank. Oh Mann. Ja, das ist ein teurer Panzer. Der darf nicht so schnell sterben. Upsi, ich send Unterstützung hin. Halt deinen Panzer in Verteidigung. Zieh dich zurück, Upsi. Komm doch rückwärts. Okay, die wollen den ausschalten. Das ist deren oberstes Ziel. Höchste Priorität hat das bei denen. Upsi, dein Panzer dreht sich einfach auf der Stelle. Was ist dein Vorhaben? Pioniere hier. Der Schaden repariert sich nicht von selbst. An die Arbeit! Ruhe, Männer! Wir erhalten neue Befehle! Sehr gut, Malcolm, sehr gut, sehr gut. Gucken wir mal, was hab ich alles. Oh mein Gott, sehr gut. Sehr stark. Malcolm, ich habe ganz viele Panzerschrecks vorbereitet für die Gebäude. Achtung, Katyusha, Feuer, Upsi. Oh, Malcolm. Warum bringst du nicht, bist du... Alter! Oh, Junge, wie kernbehindert kann der Panzer sein? Geht sich einfach, obwohl die Infanterie mit Panzerschrecks darauf freut. Benutzt deine Speerspitze, so behindert musst du doch nicht sein. Ja, pass auf, wir kommen eine Menge an Panzerschreck. Lass dein Panzer da stehen, ich repariere ihn. Okay. Upsi, da pusht was! Upsi, wo ist deine Verteidigung? Deine Panzerabwehr, die schießt nicht mehr drauf. Malcolm, ich hab so ein Gefühl, dass... Alter Leute, warum ist das denn so ausgeglichen? Wir hatten so einen guten Start. Ja. Ich kann das nicht. Es hätte jetzt gut enden können, aber... Malcolm, aber das Schicksal ich hab jetzt ganz leider viel... gegen uns. Malcolm, das Einzige, was du machen musst, du musst versuchen zu tanken. Ich hab ganz viel Fuß zu laden. Ganz viele. Also richtig viele, so richtig viele. Also Next Level Shit. Du musst mir vertrauen, okay? Wenn ich sage, ich habe Fuß zu laden, du musst mir vertrauen. Ich sehe keine. Ja, guck mal oben auf den Punkt. Ja, das geht ja noch. Ja, okay. da kommen noch. Auch wenn man P1, wo ja, P4. Da kommen noch ein paar mehr zu, okay? Warte einfach ab, Malcolm. Upsi! MG1 bereit.
Okay, okay. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss noch kurz warten und dann können wir das durchpushen. Wir haben es gleich gefinisht, Leute. Wir schaffen es jetzt, okay? Okay, in der Mitte wird auf jeden Fall krass gepusht. Sieht sehr gut aus. Ich helfe euch noch mal ein bisschen. Ich schicke euch da einen Raketenanflug. Upsi, rückziehen, zurückziehen! Upsi! Halt sie auf! Halt sie auf, Upsi! Sie dürfen nicht weiterkommen! Leute, ich habe da mein Bombardement schon hingeschickt, ne? Da werden jetzt ganz viele Thunderbolts hinschießen mit Raketen. Die kommen jetzt nochmal angeflogen, aber die sind aus dem Bereich raus. Scheiße. Hey, ist nichts mehr. Upsi, doch, dein Panzer, versuche zu decken. Okay, Malcolm, wollen wir durch? Panzer ist down! Warte. Schieß nochmal da hinten mit deinen Raketendings rein. Ich versuche die Packung zu zerstören. Halt sie auf, ja! Wir haben fast alle ihre Panzer zerstört! Perfekt. Wir haben sie gerade eben schwer getroffen. Durch. Olli, wo bist du? Ich schick doch deinen Infanteristen rein! Okay, Leute! Ich komme gleich mit einer Stellung zu euch, ja? Die werden jetzt alle zusammen auf die feindliche Basis okay, feuern. Okay, Malcolm, let's go. Jetzt müssen wir los. Jetzt okay. Ist schon verpasst. Upsi, du musst kurz alleine halten. Ich muss mal eben was hinten mich beteiligen. Reparier nicht nur die Panzer. Setz auch Truppen rein, Upsi. Sonst reparierst du für nichts. Nein, noch nicht. Ich versuche das MG noch wegzuholen. Habe schon. Leute. Oh, ihr pusht. Oh mein Gott. Ne? Ihr pusht. Gut. Falls das nichts wird, ne? Ich send euch Unterstützung und die wird das regeln dann. Die kümmert sich dann drum. Meistens kriegst du jetzt schon meine Unterstützung. Die kommt gerade noch. Das sind ein paar viele Fahrzeuge. Malcolm, von ganz oben kommt noch. Es kommt noch alles. Es nennt sich auch die. Ich nenne es die dritte Raketenwerfer-Division. Ah, sorry. 6 Raketenwerfer. Okay, ich muss alles zurückziehen. Alle sind tot. Elefant. Alter, ganz ehrlich, warum... Feuer! Meine... Lasst es regnen, Männer! Sturzbomber! Feuer! Alter, ich bin doch nicht fertig, ich hab noch ein paar! Alter, das hat sich so authentisch angehört. Das war sehr, sehr schön. What the fuck? Hat sich sehr, sehr authentisch angehört. Jetzt denken sie, es hat aufgehört, ja? Jetzt kommt die zweite Runde. Alter, der Elefant ist Half-Life. Ja, Olli, kannst du bei links reparieren, mein Panzer? Ich hab grad keine Truppen dafür. Ich baue grad wieder Truppen. Jetzt denken sie, jetzt ist es vorbei, ja? Jetzt kommt die zweite Runde erst. Alter, die werden jetzt richtig durchgenommen. Jetzt ist es vorbei für die. Habt ihr noch ein paar Panzer übrig? Zum Pushen, irgendwas? Mein Königstiger ist leider ein bisschen am Arsch. Ja, reparieren. Es muss jetzt schnell gehen. Wir können sie nur kurzzeitig damagen mit unseren Raketenwerfern. Siehst du meine Raketenwerfer-Division einfach? Ist gar nicht übertrieben und so. Atomwaffendivision. Oh, da kommt was Feindliches! Sie scouten! Weg hier! Los, Männer, weg hier! Malcolm, meine kleine Fußeinheit kommt jetzt. Feindliche Panzerarmee getroffen. Habe sie gesichtet und werde drauf schießen. Ich
habe jetzt noch ein Zeitlimit, ich muss gleich offline. Sicherlich. Das ist scheißegal, du bleibst so lange kämpfen kannst. Halt dein Maul. Du bist nicht mal in-game, also pst. Doch, du bist der an der Front sein Leben lässt, oder was? Ja, Mann. Och Mann, Johannes. So, jetzt haben sie gedacht, jetzt hat's erstmal aufgehört. Weißt du, jetzt kommen meine 6 Raketenwerfer und ballern wieder drauf. Ich bin grad die Tür jetzt und schmeiß Granaten. Tisch, ballert. Alter, das ist richtig Mobbing, was ich gerade tue. Ich hab die gerade richtig weggebombt. Rein, 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 Olli. Okay, Alarm. Upsi! Upsi! Upsi ist gemutet. Wir gehen jetzt rein. Was hab ich überhaupt? Geht auch rein. Alle rein, alle rein. Upsi. Einfach reingehen. Wir gehen jetzt zum letzten Push. Hast du schon meine Raketenwerferfeuer gesehen? Er rutscht mal mit deinem Panzer ein bisschen näher ran. Im Fall, falls er gleich pusht. Auch wenn ich glaube, das werden sie nicht mehr versuchen, nachdem ich jetzt da so eine Salve drauf gefeuert habe. Aber man weiß ja nie. Ne? Okay, Malcolm, okay, Malcolm. Da hinten ist noch ein Panzer abgeschützt. Okay. Ja, hau das weg, hau das weg. Ich bin unterwegs. Leute, wenn ihr ein paar Meter weiter vorpusht, kann ich gleich eine Salve auf ihr Hinterland geben. Dann weiter. Oh mein Gott. Oh, sie kommen, Upsi! 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 Du bist dran! Noch nicht, wenn ich meine Freunde angehe. Upsi, handel doch! Ich mach das jetzt weg. Ich bin zu denen gefahren. Was tust du denn? Sie pushen unsere Basis! Eure Basis. Unsere Feinde haben einen Sektor eingenommen. Okay, Leute, hintere Verteidigung des Gegners wird beschossen. Haltet euch bereit, gleich kommt eine Salve der Hölle, ja? Ja, okay. Wir sind bereit. Warte. Ich muss kurz alle auf den Befehl setzen, weil ich hab noch nicht alle. Elefant. Ey, Malcolm, meine Einheit. Gut, ne? Elefant. Jetzt kommt es! Ich werde hier gepusht. Oh Gott, Alter, Kingsley. Ich bin noch nicht fertig! Ich fang gerade erst an! Sehr, sehr gut. Schaut mal hier, was bei mir los ist. Panzerkuscheln. Los, Leute, sie sind ihr Hardcore gedebufft. Los, zerstört die Reste! Lasst nichts von ihnen übrig! Ich setze alles drauf, uns zu ficken, indem sie unsere eigene Basis attackieren. Aber das wird nix. Upsi. Dein Panzer, dein Elefant, du musst den Elefanten besetzen und zurückfahren. Malcolm links. Bevor der gestohlen wird. Den kann man nicht, setzen, wenn er kaputt ist, also es lohnt sich nicht, weil er sofort gewonnen hätte, wird von ja, der ja, aber trotzdem, wenigstens der Gegner bekommt ihn nicht. Verstehst du es? Ich repariere ihn. Ich gehe auf alles. Ich brauche Verstärkung hier bei mir, dann haben wir einen Elefant. Sag mal, Malcolm, dein Panther will mich rauspushen, der will meine Artillerie in den Nahkampf senden. Der schiebt meine Fahrzeuge weg. Ein Königstiger Zone. Ja. Keine Sorge, zweite Welle kommt schon. Es ist soweit! Hier kommt Mutter Russland! Bist du echt Russland? Nein, ich bin Deutschland und hab einfach 100 Raketenwerfer. Ich spiel Katyusha-Style. Los, Fallschirmjäger! Hallo, Fallschirmjäger.
Alter. Wir müssen nur noch zwei, nur noch zwei Basen, Leute. Zwei Basen, dann haben wir es. Feuer! Noch zwei weitere Basen, dann haben wir das Duell fertig. Die Runde ist zu Ende. Scheiße, haben die noch viel Panzerschreck. Alter, was? Da hinten, da kann ich nicht hinschießen. Positionier deine Autos um. Deine Ferraris, Lamborghinis, deine Babys. Brauchen Sie vorwärts. Upsi, pushen! Pushen! Geht nicht. Herr Upsi, was machst du denn? Du hast die ganze Zeit Zeit, wir machen rechte Seite alles. Ja, wenn die ihre Basen repariert haben, ist es vorbei, Leute. Die können sie noch reparieren. Ich wollte ein paar Ding noch reparieren, aber die haben hier bei mir auch alles angegriffen, weil es euch nicht aufgefallen ist, dass ich auch gerade einen Rückschlag erlitten habe. Okay. Malcolm, versuch irgendwie mit deiner Infanterie dort zu halten, ja? Ich werde jetzt eine neue Katyusha-Raketenfeuer drauf senden. Die wird ihre ganzen Packs vernichten. Ich habe keine Truppen mehr. Das war's für mich. Nein, lass sie weiter an der Frontlinie treffen. Nimm die Pack und die MGs am besten. Dann wollen wir an der Front sein. Ich wollte jetzt eigentlich recovern an meinen hinteren Van. Malcolm, versuch irgendwie weiter vorzupushen mit deiner Infanterie. Egal wie. Es geht nur darum, damit meine feuern können, denn ich kann jetzt ein perfektes Feuer auf seine Basis geben. Upsi, durchpushen. Drück alles, was du hast. Mich. Wie oft denn noch, dass ich hier selber Rückschlag erleide? Von dem Rückschlag merke ich nichts. Hier hinten wird alles wieder aufgebaut. Halt! Los, pushe! Push! Jetzt kommen sie! Raketen! Vorbei mit ihrem Wiederaufbau! Weg waren sie! Die Pioniere! Sehr stark. Alter! So. Das ist halt echt OP, diese Raketenwerfer, die ich hab. Ja, wenn man es gut taktisch spielt, weil man halt Mates hat dafür, das ist auf jeden Fall gut. Ja, dann ist es sehr geil. Weißt du, ich glaube, es ist soweit. Ich hol den Tiger. Ich hol den Tiger. Ja, Leute, wir müssen es jetzt durchpushen. Ich muss gleich auf. Ja, wir können das schaffen, Leute. Ich halte hier schon so gut auf wie möglich, Alter. Ich werde hier von Packs eingenebelt wie sonst. Upsi, du sollst die Basis irgendwie versuchen zu pushen. Es ist scheißegal, was hinterlässt. Das geht nicht, weil auf dem Weg dorthin wird alles zerstört. Und warum stehen deine Panzer dann einfach rum, während der eine Panzer von der Pack zerstört wird? Weil die sind in Deckung. Die sind in Deckung. Junge, du kannst da sorgen, dass der Panzer es überlebt, ne? Ich habe leider keine Infanterie. Malcolm, da oben ist die Infanterie. Oben ist die Infanterie, Malcolm. Oben. GG, oben. Okay, sie haben schon kapituliert. Wo? Ja, dann, komm nicht weg um den Dings, der haut uns meinen Stummtiger weg. Und den Panther, ja. Ich versuch. Raketensperrfeuer kommt gleich! Sehr gut. Tiger ist auch unterwegs! Malcolm! Ich vertraue dir! Raketen! Oh mein Gott! Allah Akbar! Zurück! Okay. Ja, er will mein Sturmtiger. Nicht mit mir! Oh, scheiße. Feuer! Du machst Teamkills, das sind Kings. Ich weiß, aber darauf scheiße ich. Teamkills sind egal in diesem Kampf. Es geht darum, einfach nur den Gegner zu überrennen. Da hinten hat er noch ein Gebäude, was noch funktioniert. Die Werkstatt. Los, schnell. Zerstör die Werkstatt. Ich bin gleich auch zu weit. Junge, es ist nur noch eine Basis. Ich habe so viel zerstört mit meinen Raketenwerfern. Ja?
zwei Basen, glaube ich. Ne, eine Basis ist nur noch übrig. Die anderen haben wir alle weggebombt, gerade eben. Ich hab Stalingrad erobert! Reparier den, reparier den. Ja, das wollte ich schon die ganze Zeit, aber jetzt Final Push lohnt sich eh nicht mehr. Los, komm schon, Upsi! Hol noch was raus! Ich hab nichts mehr, ich hab rein gar nichts mehr. Ich kann auch nichts mehr nachproduzieren, ich hab zu viel Verbrauch. Ja, kein Problem. Ich hab noch genügend Raketenwerfer, damit die bis nach Valhalla nicht mehr was kommt von denen. Die sind aus. Für denen geht das Licht jetzt langsam aus. Gewinn ist nicht mehr drin. Für die. Ich worauf ich die ganze Zeit hinaus wollte, ist mit ihrer eigenen Waffe sie schlagen mit dem Elefanten. Ja, wow! Das war eine Zeitverschwendung. Du musst sie ablenken, bis ich jetzt mal einen Schuss abgebe, weil danach ist Ruhe da drin. Kann noch zwei. Malcolm, schick deinen Tigerass nach vorne. Nein, nee, Kingsley, dein Tigerass. Ja, ja, warte. Ist schon auf dem Weg. Aber ich möchte eigentlich abwarten, damit ich dann, wenn ich noch mit einer Raketenwerfer noch was hab, damit ich da reinballern kann. Weil ein Panzer, der reicht aus dann dafür. Weil Hauptsache, der Panzer werden jetzt alle zerstört. Wir müssen nur alle Gebäude zerstören. Wir müssen nur alle Gebäude zerstören, haben wir gewonnen. Ja, ja. Und dafür braucht man ja irgendwie noch einen Panzer. Da ist ein feindlicher Panzer, Elefant, feindlicher Panzer. Upsi, Elefant. Das bisschen Aua. Das bisschen Aua ist ein bisschen so. Malcolm, einmal bitte da reinfeuern, wenn es geht. Der ist aber keiner. Ach, jetzt kommt Malcolms Anuk-Panzer. Los, jagt die Base in die Luft. Ja, die ganze Infanterie in die Luft. Los! Okay, mein Panzer ist außer Gefecht und wurde zerstört. Wir haben einen Panzer verloren. Okay, sie verbunkern sich auf hintere Positionen. Okay, da werden sie gleich bereuen. Diese Taktik. Feuer! Zweite Runde, jetzt geht's rund! Gleich sind sie ready, meine Fahrzeuge. Der Elefant lebt noch, der Elefant lebt noch. Der Elefant ist tot. Nein, der lebt noch. Set doch den Panzer rein, der steht hin! Ich sehe den Elefanten! Nein, 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 nein! Feuer doch! Ja. Perfekt, du hast Fallschirmjäger richtig gut, richtig gut. Schickst du viele Fallschirmjäger an, wenn du kannst. Ja, ich hab keine Ressourcen mehr. Kommt schon, Leute, wir haben es fast geschafft! Jetzt kommt noch mal eine Salve von mir! Einfach nur noch in deren Base rein. Einfach ja, alles, mach ich! Jetzt kommt sie! Oh, hast du hier reingeschossen? Ja, ja, warte, kommt! Verfehlt, also verdammt, hier. Aber ich hab noch ein paar. Ich mobb deren Packstellung und fahr die ganze Zeit außen rum. Okay, ich versuche die Packstellung zu zerstören. Ich mach sie. Nein! Da hinten stand noch eine. Okay, Leute! Sie haben noch zwei, drei Gebäude! Die haben nur noch ein Gebäude! Ey. Neuer Königstiger wurde bestellt. Ja. Leute, beeilt euch. Come on, wir schaffen. Los, Männer, alles reinsenden, was geht! Keine Gnade mehr! Ab jetzt heißt es erschießen oder erschossen werden! Töten egal, oder getötet werden. Okay. Hat irgendjemand was, um meine Artilleriepanzer zu helfen? Weil sonst komme ich da nicht durch, wo ich gern hin möchte.
Alter, die Panzerwerfer haben das gerockt. Alter, das kotzt mich gerade so an, dass die das noch verteidigen. Sind die überhaupt noch in-game? Schätze schon, ja. Leute, wir müssen nur noch die Basis nur noch, Leute, die Basis. Na, sie kämpfen bis zum letzten, aber einer hat schon GG gesagt, also... Ein paar haben schon nachgegeben. Ich glaub, die bauen hier oben wieder auf. Der passt mal auf, die bauen oben wieder auf, die haben noch, die hoffen auf eine weitere Chance. So, Panzerwerfer schießen gleich. Feuer! Ich hab nichts mehr, Leute. Kann gar nicht. Das war's für mich. Nur noch eine Möglichkeit habe ich. Nochmal Fallschirm, aber das war's dann auch. Du erhältst doch immer noch Sachen. Ängstlich, wo bleiben deine Raketen, ey? Komm ja schon. Alter, mit Upsis letzten Königstier können wir das schaffen. Da ist noch eine Base. Nein, Missklick. Upsi, komm schon. Pascal hat surrendered. Einmal das da bitte noch zerstören. Oh Gott. Sie zerstören meine Fahrzeuge. Ah, fuck, Alter. Die haben mir gerade ganz viele von meinen Raketenwerferfahrzeugen zerstört. Okay, nur noch eine Base, komm schon. Oh Gott, die haben im oben auf wieder aufgebaut. Die obere wurde wieder aufgebaut. Die obere. Okay, wir haben gewonnen. Nein, haben wir noch nicht. Nein, oben sind noch welche. Du musst hochpushen. Zerstör deinen Panzer, bevor er meine Fahrzeuge zerstört. Der will nämlich auf meine... Ah, meine Raketenwerferfahrzeuge. Müssen wir oben nochmal pushen. Ah, fuck. Wir haben Überpack. Ja, okay. Fallschirmjäger kümmern sich drum. Ja, nee. Ich komme mit meinem Königstiger nicht weit, wenn ich gleich Hilfe. Komm. Jetzt setzt sie nochmal alles auf eine Karte. Ey, die haben gerade ein echtes Comeback. Na, nicht ganz. Kein nein, Comeback. Nein, weil die Niederlage ist klar. Also sie versuchen halt nochmal alles. Ja, morgen habe ich eh Sporthallenfest. Ja. Ja, ich time glaube ich aus, bevor wir sie... Dann Upsi, schick nochmal alles rein, was du hast. Wir brauchen deine Unterstützung, melkst du auch. Einfach alles rein. Okay, Leute, die obere Basis muss beschossen werden. Sie haben sie erst wieder aufgebaut. Die hier? Ja. Die muss schnell zerstört werden. Es kann doch nicht sein, dass ihr nichts mehr habt. Ich hab nichts mehr, ich hab alles verbraucht. Malcolm, ich hab mich um die Panzerabwehr gekümmert. Blitzkrieg! Neue Einheiten bereit zum Einsatz. Panzerwerfer bereit zum Einsatz. Raketenträger in Bewegung. Raketenfahrzeug erwartet Befehle. Fahrer, setzen Sie diesen Panzerwerfer in Bewegung. Panzerwerfer bereit zum Einsatz. Rücken ab! Ja, ich time aus. Leider. Also euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Die Schlacht war eine schöne Schlacht. Leute, wollen wir surrendern? Einfach um Zeit zu sparen. Wollen wir die pranken und jetzt surrendern? Los, nehmt alle an. Ihr werdet erschossen. Warte mal kurz.
Scheiße, wie kamen die so schnell in unsere Basis? Also ich würde sagen GG, easy. Wir haben gewonnen. GG. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Warte mal, kurz gucken, was ich noch an Dings gemacht habe. Wir müssen flankieren! Alles klar, ich habe eine richtig OP-Sache bekommen. Was denn? Schlaue Tiger! Tiger drehen sich 10% schneller und sozusagen haben eine 5% schnellere Nachladezeit und eine 5%ige höhere Sicht. Wow. Hätten wir das eben gehabt. Mhm. Die Artillerie, ne? Disgusting. Naja.